Die Citizens in einer ganz, ganz schweren und ganz, ganz wichtigen Partie zu Hause gegen West Bromwich Albion. Das Team von MGT war wieder dran an der Tabellenspitze. Es sah richtig gut aus in puncto Meisterschaft, aber ein Sieg heute war trotzdem Pflicht gegen die Baggies. Ansonsten könnte es selbstverständlich aufgrund der direkten Konkurrenz aus Manchester, Arsenal und Tottenham nochmal ernst werden. Momentan 2 Punkte Vorsprung und sogar ein Spiel mehr als der FC Arsenal. Allerdings ja, Manchester United mit genau gleich vielen Spielen und 2 Punkten weniger. Das heißt, man könnte durch eine Niederlage hier wieder zurückrutschen auf Tabellenplatz 2. Und das gegen den direkten Konkurrenten, das will man natürlich gar nicht, beziehungsweise direkt vermeiden. Allerdings konnte MGT nicht auf die komplette beste 11, beziehungsweise A11 zurückgreifen. Es gab einige Ausnahmen, die gemacht werden mussten. Wir sehen hier bereits, unter anderem war Vincent Kompany wieder mit von der Partie. Der ehemalige Hamburger stand natürlich in der Startelf. Wenn er mit dabei ist, dann steht er auch in der Startelf. Rulli, Kimmich, Boateng, Kompany und John Stones als Linksverteidiger. Bernat konnte nicht mitwirken. Busquets, Carrasco, Sterling, De Bruyne und vorne in der Spitze wieder Iheanacho Nacho und Sergio Kun Aguero. Die wichtigste Änderung, wohl John Stones auf der Linksverteidigerposition. Kein gelernter Außenverteidiger, nicht gerade offensiv stark. Der junge englische Nationalspieler, der vor der Saison vom FC Everton für eine Rekordablösesumme gekommen war. Allerdings war doch Tony Pulis mit seinem Team keine unbedingte Weltmacht, gegen die man dagegen halten müsste, was das Tempo angeht. Foster, davor Niom, Olson, Evans, Brandt, Lecco, Gardner, Jacob, McLean, Berahino und Salomon Rondon. Ist ein starkes Team, hat einige gute Spieler dabei, aber gerade war Lecco, der Gegenspieler von Stones, war der sehr unerfahrene englische Jungnationalspieler, hatte man die Hoffnung, dass er das ganz gut hinbekommen sollte. Die Probert-Schiedsrichter der Partie zuletzt bereits im Pokal gepfiffen, als Manchester City gegen Southampton weiterkam und wir springen rein in die Partie und wir sehen die erste Szene und die ist gleich mal alles andere als schön. Hier sehen wir Sergio Busquets Fuß, wie er sich, ja, beziehungsweise wie er malträtiert wird. Er musste bereits nach 2 Minuten raus. Und rein in die Partie kam Yaya Touré, der Ivora, also jetzt der Ersatz im zentraldefensiven Mittelfeld. Und das war der Start von Manchester Citys Drangperiode. Wir sind noch in der Anfangsphase, 20. Minute ungefähr. Sterling mit der ersten Runde, die dicken Chance. Touré mit dem Kopfball am Tor vorbei. Trotzdem war das der Auftakt zu Citys Jagd auf das 1:0. Ecke, Boateng mit dem Kopfball, das Ganze erstmal abgewehrt. Aber nochmal Raheem Sterling, schöner Versuch angedreht, aber knapp am Tor vorbei. Das Tore schießen ist in dieser Saison definitiv nicht die Lieblingsdisziplin des englischen Nationalspielers. Dann Kevin De Bruyne, Ball auf Sergio Aguero, der ist im 16er aus den Situationen, hat er schon Tore gemacht, hier verzieht er, genauso wie gegen Southampton, als er unglücklich agierte, auch hier wieder nicht mit einem Treffer, auch wenn er da getroffen hatte, solche Dinger macht er normalerweise in absoluter Bestform mit 100%iger Sicherheit rein. MGT war auch ein bisschen verzweifelt, denn die Citizens waren das Team, das in der Anfangsphase so gut wie alle Chancen hatte, wenn West Brom nach vorne kam, dann nur durch solche Fehler, wie gerade von beispielsweise De Bruyne, der Ball auf Saido Berahino und der Versuch von Craig Gardner, allerdings abgewehrt ohne größere Probleme von Geronimo Rulli. Und dann ging es wieder in die andere Richtung über Sergio Aguero, der Argentinier auf der Außenbahn gegen Chris Brandt. Macht das super. Iheanacho in den Rückraum und da steht Joshua Kimmich. Der Ball wird lang und länger und geht ganz knapp über das Tor hinweg. Es sollte einfach nicht sein, auch der deutsche Nationalspieler hier nicht erfolgreich. Wir sind es in der Wiederholung. Das war ein richtig schöner Schuss von Joshua Kimmich. Allerdings ja, muss Foster dann nicht eingreifen und das Ding geht denkbar knapp über den Kasten hinweg. Und MGT denkt sich wieder, warum kann so ein Ding nicht einfach mal reinflattern? Wir springen in die 37. Minute. Wieder City mit der Balleroberung durch Yaya Touré, der ein gutes Spiel macht. Auf seiner Position Ball auf Sergio Kun. Aguero, die macht er normalerweise, wie gesagt, rein. Aber heute war ihm das Tore-Schießen irgendwie nicht vergönnt. Wieder ist Foster da, hält diesen Ball und es ging weiter kurz vor der Halbzeit über Carrasco, der auf Yaya Touré. Touré direkt auf Foster. Es sollte nicht sein für Manchester City. Und wir sind immer noch nicht in der Halbzeit. Dann der Pfiff. Und es gab ja hängende Köpfe und lange Gesichter bei den City-Fans. So kann man sich natürlich präsentieren. Man darf allerdings nicht so viele Chancen vergeben. Und momentan sah es noch recht gut aus für West Bromwich Albion. Die Baggies zwar offensiv nicht aktiv, aber defensiv standen sie relativ sicher. Dann ging Craig Gardner, der Mann mit der einzigen Chance, raus. Und dafür kam James Morrison rein, der Schotte. Und der sollte sich nach 8 Sekunden gleich mal richtig gut einfügen in diese Partie. Sergio Kun Aguero mit seinem in den letzten Wochen Standardtrick. Und da grätscht einfach mal dazwischen von hinten in die Beine. So kann man einen Einstand machen in die Partie. Wie gesagt, 8 Sekunden durch und direkt mal die gelbe Karte hier für James Morrison. Und das nach dieser Grätsche gegen Aguero vollkommen zurecht. Und das nahm Man City zum Anlass, wieder
da weiter nach vorne zu pushen und unbedingt aufs 1-0 zu gehen. Joshua Kimmich, der eine starke Partie auf der rechten Verteidigerposition machte, alle Bälle erobert und ab und zu mal gute nach vorne brachte. Kelechi Iheanacho zurück auf mal wieder Sterling, der auf Kevin De Bruyne. De Bruyne und Foster ist da. Der machte auch ein richtig gutes Spiel in letzter Zeit. Immer wieder, ja, kam es vor, dass die Keeper gegen City zu Topform aufliefen. Zuletzt ja beispielsweise auch Thibaut Courtois. Und jetzt war es an City, endlich den Widerstand zu brechen. Aguero, und wieder ist Foster da. Unglaublich, was die Sky Blues für Chancen liegen lassen. Und die Beckys konnten sich glücklich schätzen, dass es noch 0-0 stand. Wir springen in die 70. Minute ungefähr. Wieder Aguero verliert den Ball, kriegt aber einen Freistoß zugesprochen. Und das ist eine wunderbare Position für Yaya Touré. Der Ivora, der kann Freistöße besonders gut. Die Unterkante der Latte, der Ball durfte einfach nicht ins Tor. Szene aber noch nicht vorbei, denn City blieb jetzt dran. Und diese Szene wird noch länger laufen. Denn das war jetzt die totale Druckphase der Citizens. De Bruyne im Zusammenspiel mit Sterling. Dann John Stones nochmal in den 16er. Yannick Ferreira. Carrasco wird abgegrätscht. Der Konter eingeleitet von den Baggies. Allerdings wird er nicht lange halten. Denn hier direkt wieder die Balleroberung von Joshua Kimmich, der wie gesagt ein gutes Spiel machte. Kevin De Bruyne mit der Hacke auf Iheanacho. Das sah alles bis zum 16er richtig gut aus. Aguero setzt sich wunderbar durch. Macht das klasse. Der Schuss mit links. Der Pfosten rettet für West Bromwich Albion. Aber die Szene immer noch nicht vorbei. Kimmich, John Stones, und er wieder den Passweg in die Mitte, ins Zentrum. Iheanacho auf De Bruyne, der macht das richtig stark. Kevin De Bruyne schießt den Gegner an. Der Ball wollte nicht ins Tor. Die anschließende Ecke reingebracht von Yannick Carrasco. Und da stehen Aguero und Co. Und dann wird der Ball weggefaustet. John Stones nochmal mit dem Pass auf Kompany. Dann nochmal auf Joshua Kimmich, der auf Iheanacho. Und der wird letztendlich dann vom Ball getrennt. Und somit fällt hier nicht das Gegentor. Allerdings gab es dann den Wechsel. Und Man City ging jetzt richtig offensiv direkt nach diesem Befreiungsschlag. Carrasco und Iheanacho raus. Thiago und Tammy Abraham kamen in die Partie hinein. Und die Fans schöpften nochmal Hoffnung im Etihad, dass hier noch was gehen würde. Sterling auf De Bruyne, De Bruyne auf Aguero. Aguero macht das gut und wieder ist Foster da. Der war unbezwingbar, der war in Höchstform. Das war unglaublich, was der englische Keeper hier zu bieten hatte. Die anschließende Ecke reingebracht, wieder ist Foster da. John Stones macht das Ganze nochmal scharf. Szene noch nicht vorbei und er kriegt tatsächlich hier auch wieder einen Freistoß zugesprochen. Wieder eine gute Position, 25 Meter für Yaya Touré. Und wieder ist Foster da. 82 Minuten durch, noch stand die 0. Und so, wenn es so bleiben würde, hätte City absolut große Probleme. Der Manchester United gewann parallel ihr Spiel. Thiago, 85. Minute, der Spanier wieder abgeblockt. Sie brachten die Bälle, wenn sie sie aufs Tor brachten, nicht gefährlich genug, beziehungsweise einfach zu leicht für Foster aufs Tor. Und ab und zu brachten sie die dicksten Chancen auch gar nicht erst auf den Kasten. Es war zum Mäusemelken. Und dann kam tatsächlich West Bromwich Albion nochmal vors Tor über Jonathan Lecco, der jungen Nationalspieler, mit ordentlich Tempo gegen Raheem Sterling. Schöner Pass auf Saido Berahino, der sich da tatsächlich durchsetzen kann. Wieder Lecco, der wird nicht richtig angegriffen. City war weit, weit aufgerückt in dieser Phase der Partie, weil sie unbedingt das Tor schießen wollten. Lecco macht das richtig gut gegen John Stones. Dann der Ball auf Jakob. Nochmal ist es Lecco, der Pfosten rettet. Geronimo Rulli wäre vielleicht da gewesen, aber so muss es der Pfosten sein. Und City jetzt mit der Konterchance. 3 gegen 3, 4 gegen 3. Der lange Ball auf Thiago Alcantara. Schlechte Ballannahme, Abgewehr von Johnny Evans. Und dann war es tatsächlich vorbei. Manchester City mit nur einem Punkt, einem 0-0 gegen West Bromwich Albion. Die können sich bedanken bei Ben Foster, der eine unglaubliche Partie hinlegte. Mit Fraser Foster hatten sie ihre Probleme, mit Ben Foster hatten sie noch größere, an dem kamen sie gar nicht vorbei. Wichtiger Punktgewinn im Abstiegskampf für die Baggies, und für City sieht es dadurch wieder deutlich enger aus im Rennen um die Meisterschaft. Ach, das ist einfach unglaublich. Wie kann man so viel Pech haben? Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Manchester City Karrieremodus. Heute die 14. Episode und ja, Trump ist Präsident und die Welt ist noch nicht untergegangen und wir sind tatsächlich Tabellenführer, weil momentan läuft es anscheinend bei so ziemlich gar keinem Club außer uns. Tottenham hätte die Chance gehabt, uns zu überholen, aber momentan kann nur Manchester United mit einem Sieg an uns vorbeiziehen. Das ist allerdings auf jeden Fall ein kritisches Thema. Das heißt, wir müssen in den nächsten Partien immer gewinnen und vor allem Tore schießen. Und das werde ich sicherlich nicht in die Hand von irgendwelchen Simulationen legen, das werde ich selber machen. Emirates FA Cup, 1 Million gibt es für den Pokaleinzug, Finaleinzug. Leider Gottes fällt Sergio Busquets in den letzten 4 Wochen aus, ganz, ganz bitter, den hätten wir richtig gebraucht. Und Kompany möchte sich unterhalten, er hat Heimweh, plötzlich, aus dem Nichts.
Mal sehen, ob der wirklich geht. Aber erstmal Training und selbstverständlich jetzt mal wieder mit Jimenez und ja, auch Geronimo Rulli. Die Ergebnisse sehen ordentlich aus und Kovalenko steigt in den Werten. Scout-Bericht war leider Gottes mal wieder sehr, sehr schwach. Mit einem 50er-Rating, auch mit 15, das reicht einfach nicht. Wir sind zu Gast in Bra, wir sind zu Gast beim FC Middlesbrough und heute gibt es dementsprechend mit gegen MCI. Und ich muss sagen, ich werde diese Spiele kürzer cutten, beziehungsweise, naja, sie werden nicht mehr so lange dauern. Ich werde nicht mehr jedes kleine Detail kombinieren. Kommentieren. Wir spielen gegen Middlesbrough, wir spielen gegen Borough und wir sind heute zu Gast im Riverside Stadium. Diese Spiele werden in Zukunft übrigens kürzer kommentiert, knackiger kommentiert und dementsprechend wird es auch mehr Spiele pro Episode geben. Wir gucken uns die Aufstellung gar nicht großartig an. Middlesbrough hat einen sehr talentierten Kader, unter anderem beispielsweise mit einem Alvaro Negredo als Leitwolf vorne noch drin. Martin Atkins ist der Schiedsrichter. Wir müssen aufgrund von Fitnessproblemen umstellen. Vorne drin Iheanacho und Abraham. Das heißt, eine sehr junge Elf bei uns wieder auf dem Platz. Kovalenko, David Silva und Nolito auf den Außen. Definitiv nicht Bestbesetzung, aber wir wollen mal schauen, was wir damit so erreichen können. Kovalenko, 1-0, wir führen gegen Middlesbrough und durch was für ein schönes Tor von unserem Ukrainer. Die Flanke gar nicht so gut, die Ballannahme auch nicht, aber dann der Seitfallzieher und wir führen durch die Vorlage von Abraham und das Tor von Kovalenko, weil der ist chancenlos, weiter so. Ja, Nacho büffelt da dazwischen. Allerdings zweimal Pech gehabt. Kovalenko zum zweiten Mal. Wieder gefährlich. Aber Valdes ist diesmal da. Kurz vor der Halbzeit nochmal. Nolito. Zweiter Versuch der Flanke hier. Nacho kommt nicht ran. Die war ein bisschen zu kurz. Boateng nochmal. Wir sind noch nicht vorbei. Wir sind noch nicht vorbei. Kovalenkos Pass war scheiße. Aber wir gehen gleich in die Halbzeit. Und wir sind absolut überlegen bisher in dieser Partie. Jetzt pfeift der Ref ab und wir gucken mal auf die Halbzeitstatistiken. Ich denke mal, die werden relativ eindeutig für uns sprechen. Und zwar momentan 5:0 Schüsse, 55% Ballbesitz. Middlesbrough jetzt gerade mal ihre kleine Drangphase. Kopfballchance allerdings nicht sonderlich gefährlich. Wir werden eventuell bald mal wechseln, weil momentan ist Iheanacho nicht mehr so fit. Und es geht momentan offensiv auch einfach gar nicht. Wir verlieren jeden Ball in der Offensivbewegung direkt. Was ist das von Zabaleta? Gott sei Dank vergibt er den. Mein Gott, kannst du Negredo nicht so ein Ding auflegen? Abraham hat mal die nächste dickere Chance für uns nach Kovalenkos Vorlage. Jetzt gibt es einen Wechsel bei uns. Aguero wird jetzt gleich reinkommen. Oder ist sogar schon drin. Ich habe Fernandinho gerade erst eingewechselt. Und jetzt muss der verletzt wieder runter. Ey, das ist doch absolut beschissen. Company auf der 6. Auch mal ein Experiment. So, Abraham, nochmal abgelegt, Aguero, Gott sei Dank das 2:0 und die Entscheidung, wie viele 1-0 wie gesehen, die wir letztes Jahr haben, ist unglaublich, jetzt endlich mal wieder 2 Tore und die sind wichtig fürs Torverhältnis. Erst gut von Kovalenko und dann nochmal die Übersicht zu behalten von Abraham ist wichtig, zweite Vorlage und Aguero ist eiserkalt. Ja, wir reden von Torverhältnis und kassieren fast noch das 2:1, aber Rulli ist auf dem Posten, Gott sei Dank. Weil das ist schon mit vorne, das heißt Aguero hat jetzt die Chance, wenn er schneller ist als Barragan, das 3:0 zu machen. Er ist schneller als Barragan und den machen wir auf Nummer sicher. Der müsste reingehen. Ich bin schwer enttäuscht, ganz, ganz schwer enttäuscht. Und es ist Schluss in Middlesbrough. Wir gewinnen 2:0 die Tore von Aguero und Kovalenko und wir stehen ganz nah vor der Meisterschaft. Es sieht richtig gut aus, mal sehen, wie die Spurs gespielt haben. Das ist umso wichtiger. Fernandinho fällt für 8 Wochen aus, ey. Momentan haben wir echt Verletzungspech, aber Gott sei Dank dürfte Gündogan bald wieder fit sein. Training, Training, Training fördert natürlich auch unsere kleinen Spieler, wie beispielsweise Kovalenko und das sieht nicht schlecht aus. Wir spielen als nächstes gegen Crystal Palace, gegen Alan Pardew und wir motivieren unser Team nochmal. Übrigens, was rede ich denn von den Spurs? Wir müssen natürlich Man United beachten, auch wenn die Spurs auch noch 4 Punkte Rückstand haben. Allerdings hat United nur noch ein Spiel weniger und nur ein Tor weniger. Das heißt, es ist ganz, ganz eng. Hier haben wir nochmal einen sehr interessanten Spieler mit Jonathan Davies. Leider Gottes ist der ein Torwart, wie die meisten guten Spieler. Aber immerhin. So, wie gesagt, Etihad gegen Alan Pardew und Crystal Palace. Wir brauchen mal wieder einen richtig hohen Sieg und heute mit Top 11. Jerome Boateng ist wieder in der Startelf, wie auch zuletzt. Aber vorne drin Aguero und Iheanacho. Dahinter der Bereune Sterling Carrasco, auch wenn gerade Sterling nicht so oft trifft. Heute müssen sie alle pushen. Allerdings haben die natürlich gefährliche Spieler. Wir sehen hier bereits Christian Benteke. Roger East ist der Schiedsrichter und ich würde sagen, wir springen rein in diese Partie und holen uns 3 Punkte und am besten richtig viele Tore. Iheanacho, die erste dicke Chance nach Auflage von Abraham. Da haben wir übrigens einen großen Faktor. Aguero steht gar nicht in der Startelf.
1-0 Crystal Palace. Ausgerechnet ein Ex-Citizen. Scheiße, weiter. Hier Nacho Sterling. Ausgleichstreffer. Jetzt trifft er doch, wie gesagt, 1-1. Weiter so. Wieder der Ball auf Sterling und der hat so viel Platz im 16er. Sterling und jetzt Abraham. Nein, ja, da ist es wieder. Sterling und Abschlüsse, wenn es nicht gerade aufs leere Tor ist. De Bruyne, De Bruyne. Das war mit links, warum nicht mit rechts in der Situation? Das ist eigentlich Elfmeter, es wird aber gar nichts gepfiffen. Nochmal De Bruyne im 16er, die stehen da hinten halt auch zu zehnt. Abraham, die Latte rettet. Mann, wir haben auch kein Glück einfach. Jetzt komm. Zurückgelegt, das war eine gute Idee, aber im Endeffekt hat es leider nichts gebracht. Weiter mit Sterling in der Mitte auf Iheanacho, weiter auf De Bruyne. Kevin De Bruyne, wieder Latte. Wieder Sterling mit dem Kopfball, der geht vorbei. Ey, das ist unglaublich, was wir für ein Pech haben. Jetzt Abraham im 16er und dann hat er nicht auf dem rechten, sondern nur auf dem linken. Es ist gerade wirklich schlimmer als gegen West Brom. Aguero für Abraham bringt ja alles nichts. Für zweite Halbzeit ist er dann komplett fit außerdem, das ist gut. Und jetzt Carrasco und er macht endlich mal eine Bude. Das gibt's ja nicht. Das Ding geht rein. Ich bin fassungslos. 70 Minuten und endlich die Führung. Aguero mit der Vorlage. So wichtig ist er und der Abschluss ist richtig gut diesmal. Nein, nein, nein. Oh Gottes Willen. Benteke hat die Riesenchance, aber Gott sei Dank nutzt er sie nicht. Oh, Boateng mit der Grätsche des Jahres. Der Nationalnachbar mal wieder. Und jetzt die Kontergelegenheit über De Bruyne. Der ist nicht schnell genug, aber Ball auf Aguero. Und der ist schnell genug. Und jetzt durch für Kevin De Bruyne. Und der wird wieder gestoppt von Scott Dan. Und nochmal Carrasco. Mach's nochmal, Junge. Kriegt den Ball nicht ins Tor. Den Sieg wird wohl keinen Ablass tun. Allerdings wäre trotzdem, wie gesagt, das Tor schön. Wir brauchen noch mehr Tore. Boateng, noch eine Ecke. Vielleicht das die letzte Aktion der Partie. Jetzt kommt Remy nochmal rein. Da sollte aber, wie gesagt, absolut nichts mehr ändern. Die Ecke ist schlecht, Sterling. Und damit dürfte es vorbei sein. Wieder ein 2-1 Sieg. Fragezeichen, das reicht natürlich in der Summe von den Toren her nicht. Allerdings immerhin ein Sieg. Und das ist das Allerwichtigste. Und Man United muss ja auch erstmal nachziehen. Und wir wollen uns direkt ohne weitere Umschweife, während hier noch der Handschlag mit Leopardios angucken, ob sie das denn auch geschafft haben. In den Spielen sind sie nicht drin. Vielleicht spielen sie noch. United hat 2 Spiele Rückstand mittlerweile, aber sie spielen einmal gegen Arsenal. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Das ist das Sonntagsspiel, glaube ich. Und dann spielen sie noch gegen Burnley. Okay, aber sie müssen ja noch ein Nachholspiel haben. Also irgendwo spielen auch noch gegen Tottenham und spielen noch gegen Crystal Palace, gegen die wir ja auch schon gespielt haben. Und ich glaube, das war's dann auch schon. Wir haben nämlich nur noch 2 Spiele. Also absolutes Hammerschlussprogramm für die. Aber ob wir es dann trotzdem schaffen, ist die große Frage mit den Meistertitel. Das war's auf jeden Fall von dieser Episode, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vor allem auch für das Pech, das wir hier irgendwie besiegt haben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Checkt die Links in der Beschreibung. 6% Rabatt bei IG mit dem Compax Gaming TV. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.